Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Vor mir stehen nämlich zwei Müller Milchs. Die kann ich mal kurz hochheben. Nein, das wird keine Müller Milch Challenge. Das haben wir damals gemacht. 6 Müller Milch auf Ex hintereinander trinken. Und nach der 4. oder 5. übergibst du dich spätestens dann. Und das muss ja nicht sein. Die liegen so schwer im Magen. Wir haben jetzt aber eine neue Sorte gefunden. Beziehungsweise sind die wieder mal limitiert. Müllermilch, limitiert, spicy Dynamite, ja. Würziges Dynamit, würziger Zimtgeschmack. Ihr seht auch, die Zimtstangen sind hier so zusammengerollt wie Dynamitstangen mit einer Lunte, die angezündet ist. Da bin ich mal gespannt. Wenn ihr euch wundert, wieso ich hier die ganze Zeit so rumschnief und rumkörper, ich habe eben... Das ist die 3. Folge Ramses Kitchen, die ich jetzt nacheinander drehe. Ich habe eben diese Habanero Kesselchips probiert. Nachdem mir die ganze Fresse gebrannt hat, habe ich die... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Diese Pain Chips probiert mit Jalapeno und Habanero. Jetzt habe ich die mittlerweile mir alle hier in eine Tüte reingeschüttet. Die Tüte ist jetzt brechvoll, weil ich alle 3 Tüten jetzt in einer habe. Zum Fernsehen gucken heute Abend. Und jetzt, wo mir alles brennt, habe ich gedacht, löscht du das Ganze natürlich mit Milch, also mit einer würzigen Zimt-Müller-Milch. Spicy Dynamite. Die kann ich euch auch nochmal von hier zeigen. Ne? Sieht auch nicht anders aus. Steht halt Müller drauf, Müller-Milch limitiert. Hier habt ihr diese Zimtröllchen als Dynamit verpackt. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken und ob ich überhaupt noch was schmecke jetzt. Das ist nämlich das Problem. Wir schütteln die hier mal rum und stellen die weg und schütteln die hier rum, weil wir die nämlich jetzt trinken. Also warum habe ich überhaupt die andere geschüttelt? Ich weiß es nicht. Machen die jetzt auf? Vielleicht macht es ja Mu. Nee, macht es nicht. Steht nämlich auch nicht drauf, dass das dazugehört. Die ist auf jeden Fall auf. Alter, das riecht original wie dieser Big Red Zimt Kaugummi. Oder wie Dosmas, original, dieser Tequila-Zimtlikör. Ist auf jeden Fall wieder ganz speziell, nur für Leute, die das wahrscheinlich richtig mögen. Jemand, der normal gerne Milch trinkt und trinkt das, sagt dann, huah! Deswegen probieren wir mal, wie die schmeckt und ob die den Brand von eben löschen kann. Legt sich auf jeden Fall kühlend auf die Zunge. Es schmeckt wirklich, im Gegensatz zu dem Dosmas Zimtlikör, der ja dann einfach nur brennt im Abgang. Brennt das natürlich nicht, das ist sanft, weil es eine Milch ist. Bringt aber trotzdem diesen zimtigen Geschmack von dem Big Red Kaugummi mit. Wer also diesen Geschmack mag und gerne mal was anderes probieren möchte... Der gönnt sich einfach eine Spicy Dynamite, würziger Zimtgeschmack. Finde ich eigentlich ganz okay, ganz vernünftig, jetzt auch, wo es auf die Weihnachtszeit zugeht und alles. Ist in Ordnung. Ramses Siegel bestanden natürlich. Kann man trinken, für mich auch jetzt gerade gut. Die andere muss ich aber aufheben für Pupsi. Wenn ihr die auch schon mal probiert habt, schreibt es mal rein. Spicy Dynamite, wenn nicht... Gönnt euch die mal, probiert die mal, schreibt mal rein, wie ihr die findet. Das war's eigentlich von meiner Seite aus schon. Kurze Folge heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.